Ja, der hat das Messer mitgenommen. Ich weiß nicht, wie sie dann noch nach dem Messer suchen will. Junge, jetzt geh doch einfach um dieses beschissene Auto drumrum. Wie schwer kann das sein? Ich will mit dem Taxifahrer reden, du Arschgesicht. Mann. Da sind ein paar Mülltüten. Und da hat er sie bestimmt hat das bestimmt reingeschmissen. Das Auto fährt hier auch alle paar Minuten rum. Was sollen wir denn noch kontrollieren? Sollen wir mit ihm das Ganze, was sie gesehen hat, auch noch mal uns angucken oder was? Ja, Mülltunnen. So, Jukebox. Geht nicht. Ach, wir können uns hier auch hinsetzen. Gut zu wissen. Ach, wie schwer ist das Leben, so mitten in der Nacht raus zu müssen. Du hast dir den Job ausgesucht, Madame. Es ist ein Kerl, Entschuldigung. Und anscheinend hat er nicht wirklich Interesse an irgendwas. Da, wo die Officer stehen, sieht's komisch aus. Ah, mein Schuh! Mann! Ah! Nee! Martin sagt, der Typ saß hier. Entschuldigung. Da meinst du? So, gönn du dir auch mal einen Kaffee. Genau hinter mir. Hinter ihm. Das da. Ich denke, das ist ein Ofen. Ich bin mir aber nicht sicher. Hat sich erledigt. Okay. Irgendwo müssen wir noch eine Kamera haben oder irgendein anderes beschissene. Da ist ein Fernseher. Warum gibt es hier keine Kamera? Können wir an die Kasse? Können wir sie ausrauben? Nein? Schade. Junge, du bist im Weg. Ich weiß immer noch nicht, an wen du mich erinnerst, aber du bist im Weg. Hey Garrett, Carla möchte, dass du ein, zwei Sachen überprüfst. Keine Sorge. Ich hab's dir aufgeschrieben, damit du bloß nichts vergisst. Ich ahnte bereits, dass Carla uns noch etwas wach halten würde. Müssen wir jetzt Sitzhopping machen? Jeden Sitz einmal austesten? Fühlst du dich dann damit besser, Tyler? Können wir uns das Blut hier auf dem Boden angucken oder ist er zu groß, dass er das nicht sieht? Das Blut. Ach komm, Tyler. Mann. Erstens ist noch Bier da, zweitens geht die Jukebox noch. Entschuldigung, verschluckt. Erstens, Bier habe ich nicht gefunden. Zweitens, nein, die Jukebox geht leider nicht. Drittens, ich weiß nicht, wann die Party Girls kommen. Ich will nach Hause. Wenn dir die Augen zufallen, dann würde ich nicht Auto fahren. So, dann gucken wir uns nochmal auf der Toilette um. Ich weiß zwar nicht, was wir dann noch sehen sollen, aber vielleicht ist der Klostein ja ganz interessant. Ah, nee, Mädel, bist du doof? Toll. Außenrum wieder. Die Tür geht nämlich nur nach von innen auf. So läuft man auch einen Marathon, meine Damen und Herren.
Jetzt kommst du nicht an diesem beschissenen Krankenwagen vorbei, den keine Sau braucht. Oh. Ja, das Spiel ist ganz interessant. Kann keiner was sagen, dass das nicht interessant ist. Wenn die Steuerung noch ein bisschen besser wäre und es nicht ganz so aufregen würde. So. Jetzt aber. Ah, guck mal, wer da angescheißert kommt. So, was können wir hier noch sehen? Können wir uns den Mülleimer angucken? Ja, schick siehst du aus, Mädel. Ja, klar, du musst deine Haare richten, auf jeden Fall. Was müssen wir uns denn noch angucken? Guten Tag, der Herr. Wie geht's Ihnen? Immer noch beschissen? Das tut mir sehr leid. Oder ein Verrückter. Die gibt's in dieser Stadt echt überall. Nicht nur in dieser. Da habe ich Typen gesehen, die dir wegen einem Paar Schuhe glatt den Bauch aufgeschlitzt hätten. Tyler, halt mal 2 Minuten lang die Klappe. Bitte. Oh Mädel, hör auf, immer an der gleichen Ecke hängen zu bleiben. So, Tyler, dein großer Auftritt. Nein! Ah! Ah! Tyler? Was denn? Ist doch schließlich eine Toilette, oder? Nein, das ist ein Tatort. Okay, schon gut. Muss der ganze Kaffee gewesen sein, mit dem ich mich wach halte. Doch nicht vor ihr! Mann, Junge! Schamgefühl kennst du auch nicht, oder? Nein, wir spülen jetzt nicht nochmal. Niemand guckt sich das beschissene Fenster an. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, hier am Waschbecken ist Blut. Ah. Der Mörder hat sich vielleicht noch gewaschen. Ja, vielleicht. Vielleicht hat er hier einen kleinen, wer weiß das schon. Oder er hat eine mega gute Technik, wie du sagst. Entschuldigung. Kopfkino. Schande über mein Haupt. So, Carla, können wir jetzt gehen, bitte? Oder willst du auch noch das Blut betrachten? Nee, sie möchte nur ihre Scheißhaare betrachten. Wir werden es nie erfahren. Das hoffe ich, dass wir das nie erfahren werden. Können wir jetzt gehen? Der Seitenblicker von beiden. Mensch, gehen wir, Carla. Ich kann kaum noch die Augen auf. Ja, Carla Kolumna, so in etwa. Ich habe ihren Namen vergessen. Wir haben die Mordwaffe noch nicht. Sie könnte irgendwo versteckt sein. Ich kotze einfach. Was soll der Kack? Was willst du denn noch sehen? Ich hab dir den Klostein gezeigt. Dein Kollege hat vor dir ins Pissoir gepinkelt. Was willst du noch sehen? Ich trage sie falsch rum. Mädel, was? Ich kotze. Mann. Oh. W-
Wenn hier nicht eine Gang rumrennt und blutige Messer in Toiletten versteckt, glaube ich, ich habe die Mordwaffe. Super. Sag Garrett, er soll den Griff nach Abdrücken checken. Okay. Junge, red mit dem Jungen da. Das Spiel regt nicht auf, nein. Es ist nur ein bisschen schwer vom Begriff, aber sonst alles gut. Junge, jetzt red mit dem Jungen da, Mann. Gehen wir, Tyler? Ich glaube, ich habe soweit alles abgehakt. Bist du sicher? Wir können uns nochmal umsehen, wenn du willst. Nein, es reicht. Gehen wir. Ich habe ihm nicht gesagt, dass er sich den Griff angucken soll. Ja, kratzt du dich mal durch deinen Kopf. Deinem Gehirn wird's gut tun. Mädel, kannst du einfach mal zur Seite gehen? Herzlichen Dank auch. Dann kann ich auch mal mit ihm reden. Wenn er dann spricht. Er ist eine Handpuppe, er spricht nicht mit mir. Ich glaube, ich habe ihn ein bisschen verärgert. Gut, dann nicht. Leck mich. Sollte er die Tatwaffe halt nicht untersuchen. Ist mir doch egal. Carla, wir fahren dann. Ob du nun kommst oder nicht, ist mir egal. Sergeant Miles, so heißt sie. What? Mein Albtraum. Junge, hättest du dich nicht wenigstens verbinden können, du... Ich werde mich anziehen und zur Arbeit gehen, als sei nichts passiert. Guck dir erstmal deine scheiß Arme an, du... Ich habe das Gefühl, als trappelt mir eine Herde Elefanten durchs Hirn. Dagegen muss ich was tun. Das dürfte meine Migräne lindern. Hier steht, nicht in Verbindung mit Alkohol einnehmen. Bist du dir sicher, dass du keinen Alkohol getrunken hast? So sprach Zarathustra von Nietzsche. Das kenne ich fast auswendig. Das ist schön. Wie ich das gelesen habe. Hey, Sie hören KWS605 und wir schalten um zu Cindy und dem Wetter von heute. Kein Interesse am Wetter, danke. Wie wäre es mit weniger Blutverlust? Genau. Sag nicht, du lebst in dieser Truhe hier. Im Winter mit offenem Fenster schlafen. Sehr angenehm. Zu kalt, aber nur ein bisschen. Ich muss was dagegen tun, dass meine Handgelenke weiter bluten. Sitzen. Hilft gegen den Blutverlust. Was ist das für ein Bildschirm? Ah. Ja, ich glaube, er ist ein Vampir. Wie geht man zurück? Ah.
Okay, hat sich erledigt. Nein, du! Das Spiel regt nicht auf. Nein! Wir müssen was gegen den Blutverlust tun. Ich weiß nur nicht was. Meine Eltern, Markus und ich, vor dem Unfall. Sehr schön. Wo hast du dein Verbandszeug versteckt, Junge? Komm, wir gehen zurück ins Bett. Auf diese blutverschmierten Laken lege ich mich bestimmt nicht wieder. Es ist dein eigenes Blut. Gut, was sollen wir uns hier noch angucken? Im Handgelenk nuckeln, dann läuft's wieder rein. Könnte man machen, ja? Oh, für einen Moment dachte ich, da wäre Ende von seiner Wohnung, aber anscheinend ja nicht. Telebim. Jaha, ich komme. Siehst du nicht, wie ich komme? Ich bin auf dem Weg. Nicht auflegen. In Schwierigkeiten. Ich muss dich treffen. Was ist denn los, Lukas? Sag schon. Darüber kann ich am Telefon nicht reden. Es ist sehr ernst. Treffen wir uns in einer halben Stunde im Park. Bis gleich. Gehen wir Tauben vergiften im Park. Ich hätte doch nicht gesagt, dass... So. Kühlschrank. Milch. Du trinkst aber interessant Milch. Wirklich sehr interessant. Aber es hilft uns nicht weiter mit dem Verbandskasten. Mussten wir jetzt die... Die Sachen, die ich gestern anhatte, total blutverschmiert. Die räume ich besser weg. Das ist ein Schatten, ich dachte gerade. Ich wollte gerade fragen, ob wir wirklich in seinen Schritt gucken müssen. Das ist das Schlafzimmer. Junge! New Yorker Polizei, bitte machen Sie auf. Auf die Plätze. Was? 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 Ich werde auf die vorbereitet. Allmählich den Verstand. Massaker in einem Restaurant im East End. Ein besonders schrecklicher Mord wurde gestern Abend in der Toilette eines hiesigen... So, hier muss aber ein Verbandskasten sein. Irgendwo. Thanks. Endlich. Wir haben zwar jetzt schon wahrscheinlich Mist gebaut, aber egal. Wie die Grafik sich immer wieder verändert, ist himmlisch.
ich hab damit nicht gerechnet. Oh Junge, warum immer wieder?